An Bilder wie diese müssen wir uns gewöhnen. Der Klimawandel verändert die Erde. Und Regierungen tun zu wenig dagegen. Im Gegenteil. Die USA werden aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Donald Trump holte ehemalige Ölmanager in sein Kabinett, die den Klimawandel kleinreden. Es gibt kein Klimamodell, dem Wissenschaftler zutrauen, die Zukunft vorauszusagen. Doch Juristen in den USA glauben, dass die Ölkonzerne lügen. Der Generalstaatsanwalt von New York ermittelt gegen ExxonMobil. Es geht um Milliarden. Ölunternehmen müssen ihren Investoren und der Öffentlichkeit gegenüber ehrlich sein. Das Recht auf Meinungsfreiheit gibt ihnen nicht das Recht auf Betrug. Auch Jurist Carol Muffett ist diesem Betrug auf der Spur. Er hat Dokumente gefunden, die für ihn belegen, Ölmanager erforschen schon seit 60 Jahren den Klimawandel. Die Öffentlichkeit aber erfuhr davon nichts. Die Ölunternehmen kennen seit den 1950ern den Zusammenhang zwischen Meeresspiegelanstieg und Kohlenstoff in der Atmosphäre. Das ist einer der größten Skandale der Geschichte. Wenn die Ölunternehmen wirklich vom Klimawandel wussten, warum haben sie dann nichts dagegen getan? Wir sind in Washington, der Hauptstadt der USA, auf der Spur der geheimen Akten der Ölindustrie. Auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Mann, der sie gefunden und veröffentlicht hat. Manager des Ölkonzerns ExxonMobil sollen seit 60 Jahren vom Klimawandel wissen. Kann das wirklich sein? Der Konzern ist in Deutschland bekannt unter dem Namen Esso. Warum hätten Sie dieses Wissen verheimlichen sollen? Hallo. Hi. Nice to meet you. Der Jurist Carol Muffett arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die für den Umweltschutz kämpft. Er zeigt uns alte Studien zum Klimawandel. Der Brennan Report untersuchte schon 1957 die Auswirkungen von Abgasen auf unsere Atmosphäre. Im Auftrag von ExxonMobil. Mitgebracht hat er auch den Robinson Report von 1968 vom Stanford Institute, beauftragt vom Verband der Ölindustrie. Ich habe es hier schwarz auf weiß. Das haben Sie über den CO2-Anstieg geschrieben. Wenn die CO2-Werte im jetzigen Tempo weiter ansteigen, dann kommt es voraussichtlich zu deutlichen Temperaturanstiegen. Zweifellos würde der Umweltschaden enorm sein. Obwohl es auch andere mögliche Ursachen für den aktuellen CO2-Anstieg gibt, scheint keine so gut zur festgestellten Sachlage zu passen wie die Theorie des fossilen Brennstoffausstoßes. Diese Studien hier lagen den Ölunternehmen vor. Wir können das beweisen. Wir können beweisen, dass hochrangige Führungskräfte in allen Firmen diesen Bericht gesehen haben. Mit dem Robinson Report hatte die Ölindustrie schon 1968 den Beleg dafür, dass Autoabgase für einen Klimawandel verantwortlich sind. Was geschah, als Sie vom Klimawandel wussten? Sie haben vom Stanford-Institut sofort verlangt, den Bericht noch einmal zu überprüfen. Die Ergebnisse passten ihnen nicht. Sie sagten, versuch's nochmal. Sie versuchten es zu verleugnen. Und in den Berichten an die Regierung haben sie nur die Rosinen rausgepickt. Und nur die Passagen über Unsicherheiten hervorgehoben, nicht die mit den Tatsachen. Und das machte die Ölindustrie seitdem immer wieder. Der Zweifel wird zur Kernaussage. Das ist sehr effektive Propaganda. Carol Muffett kann seine Aussagen beweisen. Er hat die alte und die überarbeitete Version des Robinson Reports verglichen. Doch wann begannen die Ölfirmen mit dieser Verschleierungstaktik? Wir fahren gemeinsam durch Washington. Die Verschleierungstaktik der Ölunternehmen startete, bevor sie mit der Klimaforschung anfingen, sagt Carol Muffett. In den 1940ern mit dem wachsenden Autoverkehr. So hat es alles angefangen.
In L.A. boomte die Autoindustrie in den 1940ern und die Stadt litt unter den Abgasen. Und als die Einwohner von Los Angeles begriffen, dass Benzinabgase der Grund für den Smog waren, suchte die Ölindustrie nach einer Verteidigungsstrategie. Also gründeten sie im Dezember 1946 ein Abgaskomitee und damit die Grundlage für eine neue Strategie. Sie verknüpften Wissenschaft mit PR-Arbeit, um so Regulierungen gegen Luftverschmutzung zu verhindern. Das fing beim Smog an, ging aber dann weiter, als es um Schwefel und Kohlenstoffdioxid ging, die Hauptverursacher des Klimawandels. Dieses Abgaskomitee hatte vor allem ein Ziel: möglichen Gesetzesvorhaben zuvorzukommen. Das beschrieb sein Präsident Vance Jenkins 1954 unmissverständlich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass hastig ein Gesetz verabschiedet wird, um die Luftverschmutzung zu kontrollieren. Ein Netzwerk wurde aufgebaut. Ölfirmen unterstützten Forschungseinrichtungen wie hier das Stanford Research Institute mit Spenden. Dafür forschten diese für die Ölindustrie. Studien wie der Robinson Report, die unerwünschte Ergebnisse brachten, wurden überarbeitet. Manager von ExxonMobil taten noch 40 Jahre später so, als hätte es diese Forschungen nie gegeben. Diejenigen, die an die Erderwärmung glauben, behaupten, dass Treibhausgase die Erde aufheizen und dass das Verbrennen von Erdöl der Grund dafür sei. Aber wir haben immer noch keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Die Ölindustrie nutzte den Wissensvorsprung, um Zweifel zu säen und industriefeindliche Gesetze zu verhindern. Doch war das der einzige Grund, im Geheimen Klimaforschung zu betreiben? Wir fahren 200 Kilometer nach Pennsylvania, um dort einen ehemaligen Mitarbeiter von ExxonMobil zu treffen. An der Mündung des Delaware River werden seit Jahrhunderten Schiffe gebaut. Eines davon gehörte ExxonMobil. Der Ölkonzern baute hier 1969 einen 300 Meter langen Tanker um und schickte ihn auf Expedition in die Arktis. Vieles, was Exxon auf der Expedition unternahm, wurde geheim gehalten. Das Unternehmen hat sehr genau kontrolliert, was an die Öffentlichkeit kam. Sie wollten unbedingt eine Route durchs Packeis für ihren Öltransport. Ich frage mich, hatten Sie damals schon im Blick, dass das ewige Eis schmelzen würde? Die offizielle Begründung für die Reise war tatsächlich die Suche nach einer Schiffspassage zu den Ölvorkommen in Alaska. Carol Muffett dagegen glaubt, dass ExxonMobil auch untersuchen wollte, wann das Packeis schmelzen und die Route freigeben würde. Diese Expedition war an sich schon sehr außergewöhnlich. Sie haben das Schiff hierher nach Chester gebracht, um es umzurüsten. Das heißt, es ist unter dieser Brücke durch? Zweimal. Zuerst haben sie das Schiff in vier Teile geteilt und es zu Schiffswerften im ganzen Land gebracht, um es umzubauen. Dann wurden die Teile wieder hier zur Werft zurückgebracht und zusammengebaut. Und dann sind sie unter dieser Brücke hindurch ausgelaufen. Wussten die Verantwortlichen von ExxonMobil damals schon, dass das Packeis in Zukunft schmelzen würde? Einer der Eisforscher auf der SS Manhattan war Edwin Clark. Sollte er untersuchen, ob und wann das passiert? Wir haben herausgefunden, wo Edwin Clark heute lebt. Mit uns will er zum ersten Mal über seine Arbeit und die Motive von ExxonMobil sprechen. Tag, die Herren. Ich bin Ed Clark. Hallo, ich bin Carol. Ich bin Johann. Schön, Sie kennenzulernen. Wir fahren mit Edwin Clark zu den Schiffsbaudocks von Chester. Hier wurde die SS Manhattan 1969 umgebaut. 20 Jahre später schloss die Werft. Für immer. Naja, ich kann mich daran erinnern, dass die Manhattan hier im Trockendock lag, mit Schweißern an jeder Seite. Wie war Ihr erster Eindruck, als Sie sie gesehen haben? Groß, riesengroß. Ich war sehr stolz, als Eisforscher auf dem Schiff zu arbeiten.
Die SS Manhattan war der erste Tanker, der die Nordwestpassage durchfuhr. Die Reise vor 48 Jahren hat gezeigt, Öltransporte durch die Arktis sind möglich. Für mich ist die Kernfrage, wie wichtig war der mögliche Klimawandel damals bei der Vorbereitung für die Manhattan-Expedition? Ich habe davon bis 1969 nichts gehört, bis ich an der Trans-Alaska-Pipeline gearbeitet habe. Ein oder zwei Jahre später haben wir Vorkehrungen für einen Anstieg der Bodentemperaturen getroffen, infolge der globalen Erwärmung. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Was genau, die zwei oder drei Jahre? Naja, der Zeitpunkt ist unglaublich. Naja, 1969 waren die einen überzeugt vom Klimawandel und andere bezweifelten ihn. Die Wissenschaftler waren sich nicht einig, was dieses Thema anging. Aber Sie haben das Risiko berücksichtigt und es dann auch eingeplant. Ja, das haben wir. Der Exxon-Forscher Edwin Clark weiß seit damals, seit 47 Jahren vom Klimawandel. Er und andere Ingenieure nutzten die Klimawandelforschung schon 1970 bei der Planung und beim Bau der Trans-Alaska-Pipeline. Wegen des zunehmend schmelzenden Permafrostbodens wurden die Stelzen besser im Boden verankert. In der Arktis bauten zur selben Zeit Edwin Clarks Kollegen bei ExxonMobil Bohrinseln. Setzten auch sie bereits die geheimen Erkenntnisse zum Klimawandel um? Unsere Suche nach weiteren Beweisen für Muffets Theorie führt uns auf die Spur von Robert Beer. Der Ingenieur arbeitete in den 1960ern für den Ölkonzern Shell. Er will nicht vor die Kamera. Ja, hallo, hier ist Johann. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Wann hat das alles angefangen? Shell hat mich 1963 nach Alaska geschickt, um eine Bohrinsel zu bauen. Haben Sie damals schon vom Klimawandel gesprochen? Der Klimawandel wurde nicht wirklich angezweifelt. Er wurde als Tatsache akzeptiert. Die Frage war, wie schnell es passieren würde, weil es sehr wichtige Auswirkungen auf die Gestaltung der Bohrinsel hatte. Und an dem Punkt haben wir uns gefragt, wird das Eis in Zukunft stärker oder schwächer sein? Warum haben Sie die Planungen dann angepasst? Das Eis wurde dünner. Also entschieden wir, die Entwürfe auf Basis der Gegebenheiten der 60er Jahre zu machen. Und nicht auf Basis der Gegebenheiten in der Zukunft, da die ja günstiger sein würden. Die erste Bohrinsel, die Sie entworfen haben, ist die noch in Betrieb? Sie ist immer noch in Betrieb. Sie heißt Plattform A. Wir wollen diese Aussagen überprüfen und diese Bohrinsel suchen. Von Washington sind es 9 Stunden Flug nach Anchorage, der Hauptstadt von Alaska, und noch einmal 4 Stunden Fahrt über die Kenai-Halbinsel. An ihren Küsten wird seit 1963 Erdöl gefördert. Die Betreiberfirma reagiert nicht auf unsere Anfragen. Also fahren wir mit einem Fischerboot zur Bohrinsel. Auch der Naturschützer Bob Shavelson begleitet uns auf dieser Reise. Er kämpft gegen die Verschmutzung durch die Ölfirmen in der Region. An einem klaren Tag würde man da hinten ein paar 4000 Meter hohe Vulkane sehen. Herzlichen Dank für den Hinweis. Sie hätten gestern kommen sollen. In Alaska zeigt sich der Klimawandel am deutlichsten. Man sieht die Auswirkungen hier besser als irgendwo sonst in den USA. Unser Meereis in der Arktis geht zurück. In etwa 10 Jahren gibt es vielleicht gar kein Eis mehr. Das sind schon gewaltige Auswirkungen. Der Permafrost, das ganze Eis im Boden schmilzt. Und die Infrastruktur versinkt einfach. Straßen, Häuser. Es gibt also klare Veränderungen durch den Klimawandel, die wir jetzt schon bemerken. Das ist nichts, was irgendwann in der Zukunft passiert. Wir erreichen das Ziel unserer Reise. Plattform A, die der Shell-Ingenieur Robert Beer damals baute. Als er schon wusste, dass das Eis in Zukunft dünner wäre,
und die Konstruktion deshalb ausreichen würde? Der Fischer Robert Moore und seine Nichte bereiten das Netz vor. Die Fischgründe liegen direkt im Ölfördergebiet. Was kommt da unten raus? Das ist schwer zu sagen. Sie bohren gerade nicht, aber da kommt immer irgendwie Dreck raus. Im letzten Winter hatte Plattform A eine leckende Erdgasleitung, was mehrere Monate angedauert hat, weil sie das Leck nicht geschlossen haben, um weiter Profit zu machen. Sie haben sich nicht um das Leck gekümmert? Nein. Und da kam sprudelndes Gas raus? Ja, es stand in der Zeitung, überall. Repariert wurde das Leck erst nach 2 Monaten. Fischer und Ölindustrie kommen sich hier oft in die Quere. Immer wieder treten Öl oder Gas aus. Anker der Fischtrawler reißen die Pipelines auf, die zu den 16 Förderanlagen führen. Den Förderanlagen, die schon in den 1960ern auf den Klimawandel vorbereitet wurden. Die Plattform A, ich habe mit dem Ingenieur gesprochen, der sie gebaut hat. Er sagte, man hat bei der Konstruktion Erkenntnisse über den Klimawandel aus den frühen 60ern genutzt. Er sagte, sie wussten, dass es in Zukunft weniger Eis geben würde. Überrascht Sie das? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, sie wussten seit Jahrzehnten Bescheid und haben beschlossen, dieses Wissen zu unterdrücken. Sie haben gemerkt, sie müssen nur Fragen stellen, Zweifel säen. Und sie bezahlten Leute, die das dann machten. Würden Sie sagen, Ölfirmen betrügen die Öffentlichkeit? Absolut. Ich glaube, die handeln in privatem Interesse, obwohl sie eigentlich im Interesse der Öffentlichkeit agieren sollten. Für mich ist das Diebstahl, was die machen. Nicht für uns, aber für zukünftige Generationen. Wir bestehlen unsere Kinder, das ist falsch. Wir tun es im Namen des Geldes. Um die Bohrinsel zu planen, erzählte uns Robert Beer, nutzte er eine Studie über Packeis von 1957. Enthielt sie bereits Erkenntnisse zum Klimawandel? Kannte also Shell in den 60er Jahren diese und nachfolgende Studien? Auf unsere Anfrage bei Shell erhalten wir keine Antwort. Und fragen Carol Muffett. Was meinen Sie? Das ist doch kein Zufall. Ja, das ist eine sehr interessante Verbindung. Wir wissen, dass H.R. Payton in den 60ern untersucht hat, wie Packeis den Ozean beeinflusst. Ich glaube, da findet sich noch mehr. Die Gespräche mit Carol Muffett und den Ingenieuren fügen sich wie Puzzlestücke in ein Gesamtbild. Die Bohrinsel in Cook Inlet scheint die erste von vielen Anpassungen an den Klimawandel zu sein. Der Permafrostboden schmilzt, also planten die Ingenieure das beim Bau der Trans-Alaska-Pipeline ein. Sie erforschten die Stürme im Golf von Mexiko. Die Ölförderanlagen dort sollten für die Zukunft besser geschützt werden. Der Meeresspiegel steigt. Deswegen bauten Ingenieure Mitte der 1990er mehrere Förderanlagen im Osten Kanadas höher. Auch die norwegische Bohrinsel Seatroll wurde 1989 2 Meter höher gebaut. Und eine Gaspipeline zwischen Deutschland und Norwegen wurde Anfang der 90er verstärkt. Diese Förderanlagen waren teuer. Die Kosten gehen in die Milliarden. Die Investitionen sind ein Indiz dafür, dass die Ölunternehmen vorsorglich den Klimawandel einplanten. Zu einem Zeitpunkt, als die Forschung darüber gerade erst am Anfang stand. Doch wer wusste noch von diesen Studien? Gab es wirklich ein jahrzehntelanges Forschungsprogramm der Ölindustrie? Unsere Recherche führt uns nach New Jersey. Ein Geochemiker wohnt hier. Er forschte im Auftrag der Chefetage von Exxon. Er hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Hallo. Edward Garvey? Ja, das bin ich. Edward Garvey arbeitete von 1978 bis 1983 für ExxonMobil. Hier sind Ihre alten Sachen aus Ihrer Zeit bei Exxon. Ja, ein Helm. Er passt immer noch. Und ein Arbeitskittel. Esso, arbeite sicher, verhindere Unfälle. Aber da passe ich nicht mehr rein. Damit haben Sie die CO2-Werte gemessen? Das ist richtig. Als ich den trug, montierten wir die Ausrüstung auf den Öltankern. Wir haben CO2 gemessen, im Meerwasser und in der Luft.
während wir mit einem Tanker von Mexiko über das Horn von Afrika zum Persischen Golf gefahren sind. Dass das Klima sich ändert, müssen die Ölkonzerne schon gewusst haben. Das Ziel des Projektes war, diesen Wandel besser zu verstehen. Es war so wichtig, dass ExxonMobil mit Edward Garvey einen Film für seine Aktionäre drehte. Die Forschungen dauerten 4 Jahre und kosteten insgesamt etwa $4 Millionen. Heute züchtet er Tomaten. Kommen Sie, hier sind meine Tomaten. Wir haben hier ein sehr gutes Klima für Tomaten. Darf ich eine pflücken? Ja, klar. Edward Garvey wertete die Messergebnisse damals aus. Was haben Sie denn herausgefunden? Wir erstellten eine Weltkarte mit CO2-Werten des Meeres. So konnten wir die Rolle des Meeres im CO2-Kreislauf besser verstehen. Das war damals alles absolut neu, eine Herausforderung. Ich bekam richtig Lust auf diese Arbeit. Und allen anderen Wissenschaftlern ging es ähnlich. Wir waren begeistert von unserer Arbeit und es hat ja auch alles geklappt. Wir haben die Ergebnisse beim Exxon-Vorstand vorgestellt. Also nicht ich, aber mein Chef war da. Die Ölmanager kürzten die Mittel für das Forschungsprojekt, offiziell wegen Geldmangels. Gleichzeitig säten sie Zweifel an gewonnenen Erkenntnissen, sagt Carol Muffett. Die Ölindustrie hat schon früh in die These investiert, dass der Klimawandel eigentlich durch die Sonne ausgelöst wird. Dass Schwankungen der Sonnenstrahlung hauptverantwortlich sind für Klimaschwankungen. Und das Argument benutzen Klimawandelleugner bis heute. Insofern haben sich deren Investitionen wirklich langfristig gelohnt. Und die Strategie zahlte sich aus. Jetzt haben wir sogar eine Regierung aus Klimawandelleugnern, ähnlich wie bei Exxon vor 10 Jahren. Und sie hätten Wegbereiter sein können, aber sie haben sich dagegen entschieden. In den 70ern und Anfang der 80er waren sie wissenschaftlich führend. Man hätte die Forschung ernst nehmen müssen und auf sie hören sollen. Ich bin so enttäuscht, einfach enttäuscht. Wir wissen schon so lange vom Klimawandel und es ist wirklich frustrierend. Wir bitten ExxonMobil um Stellungnahme zum Robinson Report und zu den CO2-Studien von Edward Garvey. Kalkulierte der Konzern den Klimawandel in seine Planungen ein? Doch darauf erhalten wir keine Antwort. Eigene Forschungen betreiben, die Ergebnisse dann bezweifeln und so den Klimawandel in Frage stellen. Funktioniert so eine Propagandastrategie heute immer noch? Wir sind in New York verabredet. In Manhattan, im 16. Stock eines Bürohochhauses. Hier arbeitet Sebastian Schwark. Der Kommunikationsspezialist berät amerikanische und deutsche Energieunternehmen. Es ist immer einfacher, Zweifel zu säen, als jetzt eine Menschen wirklich von der Wahrheit zu überzeugen. Die PR-Experten nennen das dann Narrative. Also aus diesen Perspektiven entstehen dann unterschiedliche Narrative, die alle ihren eigenen Wahrheitsanspruch haben. Selbst ExxonMobil würde jetzt nicht sagen, dass das Klimawandel kein Problem ist. Ja? Also die wissen schon sehr genau, was passiert. Große Aktienunternehmen stehen heute stärker unter Beobachtung als vor 50 Jahren. Sie müssen genau darlegen, wofür sie Geld ausgeben. Andere übernehmen die schmutzigen Aufgaben. Deshalb gibt es in meinen Augen halt Netzwerke, die halt eher sozusagen in so einer Art Halböffentlichkeit arbeiten. Ja? Und so kann halt verschleiert werden, wer eigentlich diese Sachen finanziert, ohne dass halt gegen bestimmte Gesetze verstoßen wird. Aber was sie brauchen, ist im Prinzip, sie brauchen ein paar Studien. Also sie brauchen irgendeine wissenschaftliche oder semi-wissenschaftliche Autorität. Da gibt es eine Reihe von Forschungsinstituten, die im Prinzip auf Auftrag Ergebnisse liefern, gerade in der Energiewirtschaft. Und das heißt, das müssten sie finanzieren. Das kostet dann, je nach Umfang, kann das halt irgendwie 50.000 Euro oder 100.000 oder auch mehr sein. Wenn sie natürlich richtig viel Geld haben, dann schaffen sie ihr eigenes Forschungsinstitut. Das wird in den USA halt gemacht. Dann wird halt nur in eine Richtung entsprechend wissenschaftlich oder eigentlich semi-wissenschaftlich
oder pseudowissenschaftlich vielleicht auch dann geforscht. Der Klimawandel spielt keine Rolle mehr in der US-Politik. Trumps Kabinett besteht aus Vertretern der Ölindustrie und Klimawandelleugnern. Justizminister Jeff Sessions verhinderte Ermittlungen gegen ExxonMobil. Energieminister Rick Perry glaubt nicht an den Klimawandel, genauso wenig wie der Chef der Umweltbehörde Scott Pruitt. Die Wissenschaft sagt, das Klima ändert sich. Und falls der Mensch diesen Wandel irgendwie beeinflusst, dann sollten wir über unsere Fähigkeiten sprechen, diesen Einfluss überhaupt präzise zu messen. Rex Tillerson, früher Chef von ExxonMobil und danach US-Außenminister, zweifelt die Klimawandelforschung an. Es gibt noch kein Klimamodell, das wissenschaftlich zuverlässig die Zukunft vorhersagt. US-Präsident Trump fabuliert kurz nach dem Amtsantritt von sauberer Kohle. Heute werde ich mein Versprechen einlösen. Meine Regierung wird heute den Krieg gegen die Kohle beenden. Wir werden wieder Kohle haben. Saubere Kohle. Im Juni 2017 verkündet er den Ausstieg aus dem weltweiten Klimaschutzabkommen. Die USA werden aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Die Denier, die Leugner, wie sie in den USA genannt werden, bestimmen jetzt in Washington den Ton. Carol Muffett wurde am 9. November 2016, am Tag nach Donald Trumps Wahl, von ExxonMobil verklagt. Muffett soll offenlegen, mit wem er über seine Recherchen gesprochen hat. Die Anklage beschäftigt auch seinen Mitarbeiter Stephen Fate. Wie war das, als du am Tag nach der Wahl gerichtlich vorgeladen wurdest? Naja, es war überraschend, aber gleichzeitig auch nicht. Als wir diesen Krieg begonnen haben, wussten wir, dass sie hart zurückschlagen würden. Ich erinnere mich an die Mail, die Vorladung, und dachte mir nur, ich kann nichts dagegen tun, außer mir zu überlegen, was als nächstes kommt. Es war schon absurd, direkt am Morgen nach Donald Trumps Wahl eine gerichtliche Vorladung von Exxon zu bekommen. Das war auffällig. Das zeigt mir, wohin es jetzt geht. Nämlich in eine ganz neue Welt. Eine dunkle Welt, die wir herausgefordert haben. Wie fühlt sich das an? Wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Ein Drittel der Abgeordneten im Kongress sind Klimawandelleugner. Sie sind lächerlich. Ein Abgeordneter, der an einem verschneiten Tag mit einem Schneeball in den Sitzungssaal kommt und behauptet, weil es heute schneit, existiert der Klimawandel nicht. Das ist lächerlich. Und es ist traurig. In den USA ist die Saat der Ölunternehmen aufgegangen. Durch jahrelange Vertuschung, falsche Studien und gezielte Lobbyarbeit konnten die Unternehmen den Klimawandel kleinreden und Regulierungen verhindern. Wir reisen zurück nach Deutschland. Gibt es auch hier Menschen, die behaupten, die Erwärmung liege an Schwankungen der Sonnenstrahlung? Im Land der Energiewende lächelt man über die Ideen der Leugner, möchte man meinen. Stimmt das? Stefan Rahmstorf erforscht den Klimawandel seit 25 Jahren. In Deutschland und international. Er und seine Kollegen werden auch hier zunehmend angefeindet. Was natürlich für uns als Wissenschaftler schon störend ist, ist, dass man massive Anfeindungen, zunehmend Hassmails bis hin zu Todesdrohungen auch gegen meine Familie bekommt. Kollege Mike Mann in den USA, der kennt das schon länger, der hat auch schon mal ein weißes Pulver zugeschickt bekommen und das ganze Unigebäude wurde geräumt. Also das ist schon sehr lästig. Für ihn und Egbert Bialk vom BUND ist der Ausbau der Windenergie ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Doch der Ausbau stockt. Wenn man einen Anteil an einer Energiegenossenschaft hat, ist man plötzlich ein Goldgräber, will nur Geld verdienen. Und dann ist man plötzlich, weil man für eine gute Sache kämpft, also sprich für die Energiewende,
Und für den Klimaschutz steht man am Pranger. Man kann beobachten, dass die meisten der Behauptungen, die hier auch in Deutschland von Klimawandelleugnern vertreten werden, ursprünglich aus den USA gekommen sind. Trotzdem taucht seit 20 Jahren immer wieder diese falsche Behauptung auf. Und in den letzten Jahren war in Deutschland insbesondere Herr Fahrenhold auf dem Gebiet aktiv mit seinem Buch »Die kalte Sonne«. Schon der Titel ist ja sehr schön, weil er eben zeigt, dass die Sonnenleuchtkraft abgenommen hat. Und konsequenterweise hat Fahrenhold eben auch eine Abkühlung vorhergesagt. Eine spektakulär falsche Voraussage, weil inzwischen haben wir die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. 2014, 2015 und 2016. Drei rekordwarme Jahre in Folge. Der ehemalige RWE-Manager Fritz Fahrenhold ist der prominenteste Klimawandelskeptiker in Deutschland. Wir kommen zum Ergebnis, dass Kohlendioxid allenfalls die Hälfte der Erwärmung ausmacht, die der Weltklimarat behauptet. Die Aktivität der Sonne und die ozeanischen Strömungen haben den Rest besorgt. Deutschland, forderte er, müsse die Energiewende verschieben. Wir gewinnen Zeit, die Energieversorgung auf vernünftige Weise umzustellen. Es wird nicht zur Klimakatastrophe kommen. Fahrenhold ist inzwischen Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung. Er ist immer noch gegen die Energiewende, allerdings jetzt aus Tierschutzgründen. Auch in Berlin sind Konzerne aktiv und säen Zweifel. Die alte Verschleierungstaktik, erfunden in Los Angeles vor 70 Jahren, funktioniert auch in Deutschland. Wir treffen Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Sie stellt fest, die Fronten haben sich verschoben. Na, man beobachtet, dass es ungewöhnlich Allianzen gibt. Also Naturschützer, die sich da auch als Naturschützer zeigen, sind plötzlich verbunden mit Politikern, die eben auch gegen die Energiewende argumentieren, oder Klimawandelskeptiker, die auch entsprechend dort mit dabei sind. Und alle haben ein Ziel, die Energiewende schlecht zu reden. Ja, öffentlich wird behauptet, man sei für die Energiewende, aber im Hintergrund laufen eben ganz andere Dinge ab. Wir finden heraus, dass deutsche Konzerne auch in den USA mitmischen. Mitarbeiter des Konzerns Bayer spendeten in den letzten 6 Jahren $18.000 an den Republikaner Michael Conaway. Der Texaner glaubt nicht an die Erderwärmung. Können wir andere Begriffe verwenden? Denn eine globale Erwärmung gibt es nicht. Und sie zahlten $34.000 an Fred Upton. Er bezweifelt, dass man etwas gegen den Klimawandel unternehmen kann. Es gibt keinen Beweis, dass sich die von einigen vorhergesagte Erwärmung überhaupt stoppen lässt. Die Mitarbeiter von Bayer in den USA spendeten über ein sogenanntes Political Action Committee $544.000 an Klimawandelleugner. Angestellte des Chemiekonzerns BASF spendeten $551.000. Das sind bei beiden Konzernen etwa 30% aller Spenden in den letzten 6 Jahren. Beide Konzerne setzen sich auch für den Klimaschutz ein. Wir fragen nach, warum sie dann Klimawandelleugner unterstützen. Warum sind sie überhaupt an der US-Politik interessiert? Deutsche Unternehmen können durchaus auch vom Politikwechsel in den USA profitieren, was daran liegt, dass die Diskussionen, die dort angefangen werden, eben gegen Klimaschutz, den Klimawandel zu leugnen und auch die Emissionen nicht zu senken, sondern das alles auf die lange Bank zu schieben, den Unternehmen hilft. Weil je länger es dauert, bis der Klimaschutz auch tatsächlich in aktive Politik umgesetzt wird, desto mehr Zeit für die konventionellen Geschäftsmodelle, und davon profitieren die Unternehmen. Bayer erklärt uns, dass die Spenden aus anderen Gründen fließen. Dazu gehören etwa die Gesundheits- und Landwirtschaftspolitik. Die Pressestelle schreibt außerdem: Es lässt sich kaum vermeiden, dass sich unter den ausgewählten Kandidaten auch solche befinden, die unsere Meinung zu anderen Themen, wie etwa dem Klimaschutz, nicht teilen. BASF sieht sich nicht in der Verantwortung. Die Zahlungen, schreiben sie uns, seien private Spenden der Mitarbeiter. Die einzige Unterstützung durch die Firma ist logistischer Natur in Form der Nutzung der Firmeninfrastruktur. E-Mail, Telefon und so weiter. Wie kann der Kreislauf aus Vertuschung, einseitigen Studien und Lobbyismus durchbrochen werden?
Wie können Konzerne zur Verantwortung gezogen werden? Weltweit arbeiten eine Reihe von Anwälten an einer Lösung. Sie wollen Energiekonzerne vor Gericht zwingen. Sie sollen die Kosten für die Schäden ihrer Emissionen bezahlen. Die Anwältin Roda Verheyen ist eine von ihnen. Sie hat den Energiekonzern RWE verklagt. Kein Konzern in Europa verursacht mehr CO2-Ausstoß. Das sind die Schwaden aus den Kühltürmen. Das ist letztlich Wasserdampf. Die eigentliche Kesselanlage emittiert über den Schornstein. Und die Schornsteine, die hohen, das sind die, wo tatsächlich Emissionen in der Weise rauskommen. Ja, also mein Mandant ist ein peruanischer Bergführer, Kleinbauer und Hauseigentümer. Sein Haus steht in Huaraz, das ist eine Stadt am Fuße der Anden in Peru. Und diese Stadt ist überthront von Gletschern und unter anderem von einer Lagune. Diese Lagune ist durch den Gletscherschwund erheblich angewachsen und die Flutgefahr ist erheblich gestiegen. Praktisch eine Frage des Wann, nicht eine Frage des Ob. Der Bergführer Luciano Liua muss einen Damm bauen, um sein Haus zu schützen. Und hat deswegen den RWE-Konzern auf 20.000 Euro Schadenersatz verklagt. Wieso ist denn jetzt RWE verantwortlich mit dem Braunkohlekraftwerk für ein Schmelzen von einem Gletscher in Peru? Der Gletscher in Peru schmilzt natürlich nicht nur wegen diesem Kraftwerk oder diesem oder anderen hier in Deutschland, aber auch wegen diesem Kraftwerk. Es geht um die Teilverursachung durch alle Emissionen aller Kraftwerke der RWE AG, die sich niederschlagen in der lokalen Erwärmung und deswegen auch dem Gletscherschwund in den Anden. Erst abgewiesen wurde der Klage des Peruaners vom Oberlandesgericht Hamm in zweiter Instanz stattgegeben. Die Beweisaufnahme läuft. RWE wehrt sich gegen die Forderung, fürchtet eine Prozesslawine. Ist die Klage von Roda Verheyen verrückt oder konsequent? Können Sie da mal ein paar Reaktionen beschreiben? Ja, natürlich wurde ich als verrückt, als unjuristisch, als völlig unbegründet wurde diese Klage bezeichnet, natürlich. Es ist auch keine Klage, die man sozusagen jeden Tag vor deutschen Gerichten sieht. Ich glaube nicht, dass mein Fall der letzte bleibt. Selbst wenn ich ihn verliere, wird es sicherlich nicht der letzte bleiben, weil, ich sehe es ja, es kommen immer mehr Mandanten, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Seien es Deichverbände, seien es einzelne Inseln, Bürgermeister von besonders betroffenen Küstengemeinden, ausländische Mandanten, die mich fragen, kann ich einen solchen Fall in den Himalaya transponieren? Das wird nicht der letzte bleiben. Warum? Weil die Leute sehen, was für Schäden kommen. Dieser Fall mag absurd klingen. Ein peruanischer Bauer verklagt einen deutschen Konzern wegen Klimawandelschäden. Doch auch in den USA ermitteln Juristen gegen Energiekonzerne wegen des Klimawandels. Das wichtigste Verfahren läuft in New York. Hier geht es nicht um 20.000 Euro, sondern um Milliarden. Die Erkenntnisse von Carol Muffett und anderen haben die Ermittler auf die Spur gebracht. Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman ermittelt derzeit gegen ExxonMobil und den Ex-Chef des Konzerns Rex Tillerson, Trumps ehemaligen Außenminister. Sie erzählten der Öffentlichkeit seit Jahren, es gebe keine verlässlichen Modelle zum Klimawandel. Genau diese Worte hat ein Exxon-Manager benutzt. Das ist nicht lange her. Wir wissen, dass sie Klimawandelleugner mit Millionen Dollar unterstützten. Organisationen, die behaupten, dass Erdöl nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Oder sogar, es gebe keinen Klimawandel. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man das Recht hat, andere zu betrügen. Der Anwalt Peter Lina arbeitete früher in Schneidermans Team. Er leitete die Umweltabteilung der Staatsanwaltschaft. Worum geht's bei den Schneidermann-Ermittlungen? Schneidermann ermittelt, ob Exxon vom Klimawandel und den möglichen Risiken für die Firma wusste. Und ob das Management versäumte, es den Aktionären mitzuteilen. Aber wie sieht die Rechtsgrundlage aus? Es geht um Klimawandel, aber die Rechtsgrundlage ist doch total anders, oder nicht?
Die Rechtsgrundlage ist eigentlich sehr einfach. Es ist Aktionärsbetrug. Wenn ein Unternehmen weiß, dass der Klimawandel den Firmenwert beeinflussen wird, in diesem Fall die Öl- oder Kohleunternehmen, und sie sagen den Aktionären das nicht, kann das Betrug sein. Die Frage ist hier wirklich, inwieweit hat Exxon was anderes gesagt als getan? Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York führt zunächst nur Vorermittlungen durch. Ob es zu einer Anklage kommt, ist noch offen. Auch Carol Muffett ist in der Stadt. Er ist verabredet mit Lindsay Mayman. Sie ist die Pressesprecherin der Kampagne Exxon knew, frei übersetzt, Exxon wusste es. Sie hat kürzlich eine Demonstration mitorganisiert. 200.000 Leute gingen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Das war unglaublich. Die Leute vertrauen den Ölfirmen sowieso schon nicht mehr. Und als sie dann erfahren haben, was Exxon wusste, kam eine Wut, eine berechtigte Wut. Viele fragten sich, was kann ich dagegen tun? Genau das war unser Ziel. Das war das Ziel unserer Veröffentlichungen, dass andere Leute mehr daraus machen. Es ist mir egal, wenn Exxon untergeht. Was mich interessiert, ist Erdöl. Und wenn Exxon dabei bleibt und nicht an die Zukunft denkt, dann wird Exxon untergehen und ich werde Beifall klatschen. Wenn Exxon sich anpasst und sagt, wir wollen ein Teil der Lösung sein und unsere Vergangenheit wieder gut machen, dann werde ich Exxon Beifall klatschen. Ob ich daran glaube? Nicht bei der Vorgeschichte. Das Vertrauen in die Ölkonzerne ist dahin. Und Carol Muffett liefert mit seinen Enthüllungen die Munition für Gerichtsprozesse. 9 Städte in den Vereinigten Staaten haben bereits Klage erhoben, darunter die Stadt New York. Die Bürgermeister fordern von Exxon, Shell und anderen Ölfirmen Schadenersatz, um ihre Küste gegen den Meeresspiegelanstieg zu schützen. So you can see the water is close and it's all around. New York City. Wir sind hier umgeben von Wasser. New York hat eine kilometerlange Küste. Und wenn der Meeresspiegel steigt, durch einen Sturm oder generell, dann steht hier alles unter Wasser. Es würde Milliarden von Dollar kosten, New York vor diesen Fluten zu schützen. Vielleicht würde man da hinten einen Damm hinbauen. Aber es würde Milliarden Dollar kosten, nur um New York zu schützen. Just to try to protect New York City from these new floods. Aber wer bezahlt das? Am Ende der Steuerzahler in New York. Städte wie diese haben erkannt, dass sie mehrere Milliarden Dollar in die Hand nehmen müssen, um sich vor den Schäden des Meeresspiegelanstiegs zu schützen. Und das ist nicht einfach die Natur, sondern der Klimawandel, verursacht durch die Ölfirmen. Also sollten die das bezahlen? Ja, ich glaube, die Städte, die klagen, haben da eine gute Grundlage für. Unsere Recherche ist beendet. Doch die Prozesse gegen die Ölindustrie und ihre Verantwortung für den Klimawandel haben erst begonnen. Nicht nur in den USA und in Deutschland, überall auf der Welt laufen bereits weitere Klagen. Bis jetzt wurde noch kein Konzern verurteilt. City where